Ein roter Teppich für Legenden wie Catherine Deneuve, eine glamouröse Kulisse und vor allem viele erstklassige Filme. Das ist Cannes, wie man es kennt. Vor etwa einer Stunde startete das Filmfestival an der Côte d'Azur. Doch in diesem Jahr gibt es auch einige Neuerungen. So steht erstmals eine Frau an der Spitze und es gibt mehr Regisseurinnen im Wettbewerb als je zuvor. Cannes ist gerüstet für die 76. Filmfestspiele. Auf dem roten Teppich in diesem Jahr wieder mehr Filmprominenz. Der 80-jährige Michael Douglas erhält die Ehrenpalme für sein Lebenswerk. Zum Auftakt ein opulenter Kostümfilm. Jeanne du Barry, gespielt von der Regisseurin Maiwenn Lebesgue selbst, stammt aus einfachsten Verhältnissen und schafft es nach Versailles als Geliebte Ludwig des 15. Nach Skandalschlagzeilen gespielt von Johnny Depp in einem fulminanten Kino-Comeback. Als Marie Antoinette in einer Nebenrolle die 19-jährige Hamburgerin Pauline Pollmann. Die deutsche Filmmanagerin Iris Knobloch ist die erste Frau an der Spitze des Festivals. Ihre Nähe zum US-Streaming-Geschäft sorgte in Frankreichs Kinowelt zunächst für Diskussionen um ihre Eignung als Festivalpräsidentin. Aber ich würde sagen, zurück in die Zukunft. Das heißt, zurück in den Kinosaal, denn das ist die Zukunft des Kinos. 21 Filme konkurrieren in diesem Jahr um die Goldene Palme, darunter 7 von Regisseurinnen. Ein Höchststand für das ansonsten sehr männerdominierte Festival. Aus Deutschland geht der Regisseur Wim Wenders, ein Stammgast des Festivals, mit seinem neuen Film Perfect Days in den Wettbewerb um die diesjährige Goldene Palme.